Sehr verehrte, liebe Zuhörende, liebe Zuschauende, wir wollen uns heute Abend mit dieser Frage der Bedeutung innerer Entwicklung und Meditation für die Gesundungskräfte des Menschen beschäftigen. Und wenn wir den Blick aktuell in diese Zeit der Covid-Erkrankung nach außen richten, dann fällt in die Aufmerksamkeit das besondere Virus, vielleicht seine Mutanten, die zwischenzeitlich entdeckt worden sind. Also alles das, was wie von vielen als eine große Bedrohung erlebt wird, was als Exposition zu verhindern ist. Und manche Menschen haben aber auch die andere Frage, was können wir innerlich tun? Was können wir Stärkendes unternehmen, damit Resilienz, damit salutogenetische Kräfte unterstützt und gefördert werden können. Und wenn wir auf die Infektiologie blicken, so hat sie seit diesen über 100 Jahren inzwischen immer eine bestimmte Dreiheit angeschaut. Nämlich das erste ist die Exposition, dass natürlich etwas da sein muss, was gefährdend auf den Menschen wirken kann. Und dann kommt ein zweites, und das hat man genannt, die Disposition. Und eine einfache Gleichung steht über vielen Lehrbüchern der Infektiologie, der Infektionsheilkunde, nämlich Exposition plus Disposition seien die Erkrankung. Und so merken wir, wie die Disposition dazukommen muss. Und wir müssen uns natürlich fragen, was sind Einflussfaktoren, die die Disposition bestimmen, also die Empfänglichkeit für die Erkrankung bestimmen? Und da kennen wir natürlich die Risikogruppen, wir kennen somatische Faktoren, die selbstverständlich das Risiko für die Erkrankung erhöhen und auch den Verlauf und die Schwere der Covid-19-Erkrankung beeinflussen. Aber es gibt auch innere, seelische Faktoren. Und kein anderer als Goethe hat interessanterweise vor so vielen Jahren, nämlich fast 220 Jahren, auf diese Möglichkeit hingewiesen, wo er einer sehr ansteckenden, mit den napoleonischen Zügen verbundenen Erkrankung begegnet ist, nämlich dem Faulfieber, das durch Rickettsien übertragen wird. Und dann für sich den Schluss zog und das auch seinem Sekretär Eckermann so in die Feder diktierte, dass die innere Einstellung, das, was man als moralischen Willen in sich trüge, etwas sei, was Disposition positiv verändere. Und dass gerade Angst und Furcht das Gegenteil täten. Und wir leben heute nicht nur in einer Pandemie von SARS-CoV-2, sondern auch in einer Pandemie einer Angst und Furcht. Und diese haben Rückwirkungen auf unsere Disposition, auf die immunologische Möglichkeit, dieser Erkrankung gegenüber zu reagieren. Und wenn jetzt das Wort innere Entwicklung fällt, wenn das Wort Meditation in diesem Zusammenhang genannt wird, dann kann man daraus vielleicht erstmal das Folgende ableiten, dass wir Meditation, wenn wir in die Bevölkerung, wenn wir in das schauen, was mit Meditation verbunden wird, wenn wir diese Fragen anschauen, dann hat Meditation natürlich zunächst einmal die Aufgabe, den Menschen, die Seele des Menschen, dem Geist zu öffnen. Und in einer Formulierung Rudolf Steiners wird es so ausgedrückt, dass Meditation dazu führen könne, vom Leben in Gedanken zum Leben in geistiger Wesenheit zu kommen. Also das wäre die nach oben gerichtete Funktion und Aufgabe der Meditation, eines Sich-Verbindens mit dem geistigen Wesen der Welt. Dann haben viele Menschen dieses Bedürfnis, in die Mitte zu kommen. Und in dem Wort Meditation lebt schon etwas von diesem Lateinischen in die Mitte kommen,
mit drin, denn viele spüren, dass sie nicht in der Mitte sind, dass sie angespannte, im Bewusstsein wie überbetonte und aktivierte Menschen sind. Und wir wissen, dass alles, was unser Bewusstsein anspannt, was unsere Seele, unser Fühlen zu stark in diese Anspannung bringt, sich auch negativ auf unser Immunsystem auswirkt. Und so gibt es eine große Sehnsucht in der Menschheit, durch innere Entwicklung, durch innere Arbeit in die Mitte zu kommen. Und dann haben wir in dem Wort Meditation etwas mitklingen, was nicht direkt etymologisch mit ihm zusammenhängt, sondern was eine Lautähnlichkeit hat. Und das ist das lateinische Wort des Mederi. Und das heißt heilen. Also Meditation hat etwas mit Heilen zu tun, hat etwas mit Gesunden zu tun. Und gerade in Zeiten der Covid-Pandemie kann man sich auf diesen Moment einmal besinnen, was kann durch innere Arbeit, innere Entwicklung, durch Meditation an heilenden Kräften im Menschen verstärkt und gebildet werden. Und so haben wir diese Dreiheit, gerade wenn wir Meditation anschauen, wo wir den Erkenntnisweg auf der einen Seite betrachten, dieses Verbinden mit der geistigen Welt durch die meditative Arbeit, wo wir das in die Mitte kommen haben und wo wir das Verstärken der Gesundungskräfte des Menschen haben. Und um die soll es heute im Besonderen gehen. Denn wir können uns fragen, was weiß man inzwischen von der gesundenden Kraft geistiger Aktivität? Und da fallen Namen wie Kabat-Zinn, da fallen andere Autoren, die viel geforscht haben über diese gesundende Kraft der Meditation, der Mindfulness. Und wenn wir uns fragen, was da jetzt bekannt geworden ist, so möchte ich gerne einmal nur einen kleinen Streifzug über das werfen, was wir im Moment wissen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit gewissen Schwerpunkten auf einer Dreigliederung unseres Organismus, wo wir uns fragen können, was bedeutet meditative Arbeit für unsere Nerven, für unser Nervensinnesystem? Was bedeutet meditative Arbeit für das kardiovaskuläre Herz-Kreislauf-System? Und schließlich für Stoffwechselprozesse, Immunologie, chronische Entzündung, also das, was mehr zum Stoffwechselgliedmaßensystem gehört. Und wenn wir den ersten Bereich anschauen, die Beeinflussung oder die fördernden Kräfte durch die Meditation für das Nervensystem, so ist sehr interessant, dass wir wissen, wie unser Denken, unsere Kognition abhängig ist, ich möchte es mal so nennen, vom äußeren und vom inneren Licht. Wir wissen, wenn wir nicht genügend Licht haben, und zwar Sonnenlicht, was uns auf uns scheint, dass dann abnehmende kognitive Kräfte sich entwickeln. Und es gibt Studien, die zeigen, wie die Sonnenlichtexposition eben nicht nur unsere Haut bräunt und vielleicht Knochen etwas stabiler macht, sondern auch auf unsere kognitiven Fähigkeiten gegründet, auf unser Nervensystem wirken. Aber es ist eben nicht nur dieses äußere Licht. Es ist auch das innere Licht der meditativen Arbeit, denn Denken hat viele Qualitäten des Lichtes. Wir sprechen davon, dass uns etwas einleuchtet und in glücklichen Momenten geht uns ein Licht auf. Denken hat etwas von innerer Lichtqualität und meditatives Denken wirkt verstärkend, gesundend auf unser Nervensystem. Und da gibt es viele Beobachtungen bis in die Neuroanatomie hinein, die wir jetzt gar nicht im Einzelnen erzählen und berichten können. Also ein erstes, was verstärkend auf die Nervenorganisation wirkt. Und dann kennen wir seit langem die Auswirkung des meditativen Lebens gesundend auf das Herz- und Kreislaufsystem. Große Namen wie Dean Ornish haben dazu geforscht und gezeigt, wie Meditation, aber auch andere Lebensstilveränderungen gesundend wirken
auf die großen Zeiterkrankungen des kardiovaskulären Systems, koronare Herzerkrankung und andere. Und wo wir merken, wir können durch eine Verwandlung unserer Seele, durch geistige Aktivität, Gesundungskräfte entwickeln und unserem Organismus zuführen. Wir wissen die große Bedeutung des Fühlens, gerade für die Herzerkrankung, für Blutdruckerkrankung, und wissen, wie wir so angewiesen sind auf eine Verbindung zum anderen Menschen, dass Isolation und Social Distancing eben etwas sind, was nicht gesunden wird, gerade auf dieses System, sondern wie wir Menschen auf den anderen angewiesen sind in unseren Gesundungskräften. Und dass gerade Phänomene wie gefühlte Einsamkeit, Loneliness, und zwar nicht die objektive, sondern die gefühlte Einsamkeit, belastend auf unsere Gesundungskräfte wirkt. Und dann haben wir den Bereich anzuschauen, wo wir unsere Lebensprozesse, Immunologie, alles, was sich somatisch, biochemisch im Organismus vollzieht, mit dem inneren Bereich, dem geistig-seelischen des Menschen verbinden. Und das ist besonders spannend, weil diese Verbindung von Bewusstsein und Leben ja eine so geheimnisvolle ist und seit mehr als 4 Jahrhunderten immer wieder bewegte Fragestellung darstellt. Wenn wir uns fragen, was kann Meditation gesundend beitragen, dann hat sie auf der einen Seite eine Rückwirkung auf viele Prozesse, die gerade Zeitkrankheiten begleiten, nämlich die chronische Entzündung. Bei Covid und bei vielen anderen akut entzündlichen Erkrankungen haben wir jetzt nicht die chronische Entzündung im Initialstadium, im Beginn der Erkrankung. Aber chronische Entzündung begleitet die Depression, begleitet die Zuckerkrankheit, begleitet die Herz-Kreislauf-Krankheiten, viele andere Erkrankungen und ist wie eine Art Mutterboden, was diese Erkrankung, auch die Krebserkrankung, zur Manifestation verhilft. Und wir wissen, wenn Kinder Trauma durchmachen in ihrer Jugend, dass sich das abprägt in die Physiologie des werdenden Organismus bis in die Erwachsenenzeit hinein und messbar bleibt, gerade als chronische Entzündung. Und Meditation kann nun interessanterweise hier den Menschen wieder in die Mitte bringen, kann helfen, diese Aktivität, diesen Krankheitsprozess, den eine solche chronische Entzündung darstellt, zu verändern, positiv zu beeinflussen. Besonders wichtig sind aber gerade die Dinge, die mit dem Leben und den Bewusstseinskräften selbst zusammenhängen. Und da gibt es interessante Beobachtungen, die zurückgehen in das letzte Jahrhundert, wo man sich dieser Frage zugewendet hat: Was ist notwendig für Teilungsprozesse von Zellen, für die Replikation, für das wachsende Leben, weil man wusste, dass mit jeder Teilung sich unser Erbgut verändert und gewissermaßen verkürzt. Und diese Erstbeschreibung dieser sich verkürzenden Enden geht auf einen späteren Nobelpreisträger zurück, Hermann Müller, der es 1938 das erste Mal beschrieb. Und dann wurde beschrieben, dass es eine enzymatische, dass es eine Substanz in unserem Organismus gibt, die diesen negativen Auswirkungen jeder Zellteilung auf die Zelle selbst wie entgegenwirkt, also mit den Lebensprozessen intensiv verbunden ist. Und das nennt man und wird auch in der Presse öfter erwähnt, die Telomerase-Aktivität. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man auf eine zweite Nobelpreisträgerin, Elizabeth Blackburn, die 2009 mit anderen zusammen dafür den großen Nobelpreis bekommen hat, dass sie darstellen konnte, wie es einen Lebensprozess in unserer Organisation gibt, der ständig neu das bei jeder Teilung Verlorengehende wie ersetzt. Und dann hat sie 2000 Bekanntschaft gemacht mit einer Psychologin, einer Frau Apple, die interessiert war an seelischen Herausforderungen. Nämlich hat sie untersucht, wenn Mütter, und sie selbst war Mutter,
wenn Mütter sich mit kranken, chronisch kranken Kindern beschäftigen und ständig einen solchen Stress ertragen müssen, in der Sorge um ihr chronisch krankes Kind, dann hat sie das verglichen mit den gesunden Kindern von gesunden Müttern, die viel besser oder anders damit umgehen könnten, wobei sie aber auch feststellte, dass manche Mütter der chronisch kranken Kinder eine erstaunliche Resilienz aufwiesen, gerade diesen Herausforderungen gegenüber. Und nun stellte man fest, dass bei den Müttern, die sehr stark litten unter dieser Anspannung, unter diesem Stress, dieser Lebensprozess der Regeneration in den Zellen, so möchte ich das vereinfacht umreißen, reduziert ist. Und man kommt auf diese große Polarität von Bewusstsein auf der einen Seite, in dem Fall stressbeladen, angespannt und reduziertem Leben auf der anderen. Und damit auf einen Zusammenhang, der schon uralt ist, den ein sehr bedeutsamer Jenenser Philosoph und Psychologe Karl August Fortlage schon um die 1860er Jahre formulierte, indem er sagte, unser Bewusstsein ist verbunden mit abbauenden Kräften, unser Schlaf ist verbunden mit den aufbauenden Kräften, aber hat kein Bewusstsein. Und er sagt dann in einem schönen Bild, dass jedes Bewusstsein im Organismus ein partieller Tod sei und dass der Tod für den Menschen ein umfassendes Bewusstsein werde. Und dieser gegenläufige Zusammenhang von Bewusstwerden auf der einen Seite, Reduktion des Lebendigen auf der anderen, stand damit in der Geschichte im 19. Jahrhundert fest. Und Rudolf Steiner hat diese Qualität besonders ausgeführt, indem er deutlich machte, dass unsere Denkkräfte, unsere Bewusstseinskräfte metamorphosierte Lebenskräfte sind. Und es ist schon sehr berührend für einen Menschen, der anthroposophische Medizin sein Leben lang macht, dass dieser Gedanke, der so entscheidend ist für die Waldorfpädagogik, so entscheidend ist für die Medizin, für die Begleitung von Menschen, der Gegenläufigkeit des Bewusstseins auf der einen und des Lebendigen der Lebensprozesse auf der anderen, sich über diese mehr als 150 Jahre wie ein Bogen spannt und durch ganz moderne Ergebnisse wieder neu auch seine Bestätigung findet. Insofern sehen wir, dass wenn wir Meditation innerlich vollführen, wenn wir in eine geistige Tätigkeit eintreten, wir heilende Effekte, heilende Wirksamkeiten für das Nervensystem und für das Rhythmische, für das Herz-Lungen-System entwickeln können und das ist jetzt das Besondere, im Unterschied zu unserer stressbeladenen Informationsaufnahme im Alltagsbewusstsein, wenn wir ein meditatives Bewusstsein entwickeln, wenn Leben eintritt in die Bewusstseinswelt des Menschen, dann reduziert sich nicht das Leben unseres Organismus, sondern gerade diese Lebensprozesse werden gefördert. Insofern merken wir, Meditation hat einen umfassenden Beitrag oder kann ihn leisten für die heilenden, regenerierenden Kräfte. Aber wir müssen alles auch an seine richtige Stelle rücken. Nicht denken, dass Meditation einmal durchgeführt nun das Leben zum ganz anderen Ende wendet, sondern es ist ein Beitrag. Und unsere Seele kann den Leib so bewohnen, dass sie eben Krankheitsprozesse verstärkt und durch Stress und Ähnliches sie auch intensiviert. Oder sie kann in die Mitte kommen und dadurch das Heilen unterstützen. Und wenn wir uns jetzt fragen, welche Bedingungen sind es, was beeinflusst im einschränkenden Sinne diese Disposition, die empfänglich macht für eine virale Erkrankung wie das Coronavirus? Und was sind die Kräfte, die der Disposition als förderlich, als heilende, als verstärkende, im gesunden Sinne zukommen können? So gibt es
fünf Aspekte, die ich gerne einfach einmal darstellen möchte, weil sie mir wesentlich zu sein scheinen und dann auch die Brücke bilden zu dem, was wir innerlich für die Disposition tun können. Wenn wir uns auf das Denken besinnen, dann hat das Denken eine Qualität, wenn es viele Informationen aufnimmt, dass es diese Immunitätsfunktion gewissermaßen einschränken kann. Wir wissen, dass viele unverarbeitete Informationen Stress erzeugen können, dass sie in gewisser Weise das Immunsystem auch bremsen können. Man weiß sogar, dass viele Facebook-Kontakte offenbar eine immunsuppressive Wirkung haben. Man spricht von einer Facebook-induced Immune Suppression. Und man sieht, wie dasjenige, was unser Denken ausmacht, die Funktionen des Immunsystems fördernde, aber in der Informationsüberlastung auch hemmende Wirkung haben können. Und ähnliche Situationen kennen wir für unseren Willen. Wenn wir unseren Willen anschauen, dann können wir so arbeiten, dass wir aus eigener Initiative etwas gestalten, eigenverantwortlich auch in Treue zu einem einmal gefassten Entschluss etwas verwirklichen. Aber wenn wir unter Druck gesteuert arbeiten, wenn wir, wie man das früher nannte, eine Typ-A-Persönlichkeit sind, die nur durch Druck gesteuert arbeitet, oder in einem Unternehmen arbeiten, was pyramidal pharaonisch aufgebaut ist und eine Schicht der arbeitenden Menschen nach der anderen anordnet, dann wissen wir, für viele Erkrankungen, das hat eine schwedische Studie, die Wamala-Studie, deutlich gemacht, gibt es dann eine Einschränkung der Gesundungskräfte. Also wir brauchen eine Kultur des Willens, der Bewegung. Und ganz entscheidend für das Immunsystem ist das Fühlen. Wir wissen, Furcht, Angst, Unruhe, Stress bremsen unser Immunsystem. Man hat da interessante Beobachtungen gemacht von Studenten, die sich manchmal sehr gestresst fühlen können, wenn sie gerade Medizinstudenten sind, viel auswendig lernen mussten und so weiter. Und dann hat man andere Studenten genommen, die vielleicht nach den Semesterferien in der vollen Kraft ihrer Vitalität wieder das Studium begonnen haben. Und beiden hat man bestimmte Erkältungsviren, Rhinoviren, auf die Nasenschleimhäute gespritzt oder aufgeträufelt. Mit dem Ergebnis, dass die gestressten Menschen viel häufiger Infekte bekommen haben als die nicht gestressten. Und wir wissen, dass Angst, Furcht und dieses Stressgefühl, diese Unruhe, wo man eben nicht in der Mitte ist, sondern in der Anspannung der Seele lebt, negativ immunsuppressiv wirken. Also hier kommt es darauf an, wie kann man das Fühlen entwickeln, dass es wieder atmungsfähig wird, dass es auch die Brücke zum anderen Menschen schlagen kann. Und dann haben wir eine weitere wichtige Qualität, nämlich wie entdecken wir im anderen Menschen ein Wesen, zu dem sich eine Brücke bilden lässt. Einsamkeit ist, wie schon dargestellt, ein pathogener, ein krankmachender Faktor. Und wir brauchen etwas, was uns wieder hinorientiert zum Schönen und zum Guten. Wir wissen beispielsweise, und das ist eine Studie, die jetzt noch gar nicht so lange veröffentlicht ist, dass wenn Menschen einmal Schönes wahrnehmen können, wenn sie Kunst wahrnehmen können und sei es nur rezeptiv, dann hat es eine Auswirkung auf ihre Lebenszeit. In einem Ausmaß, wenn wir so eine Tablette hätten, um das in selber Weise pharmazeutisch zu erreichen, dann gäbe es für manche Firmen keine finanziellen Probleme mehr. Aber man kann klar sagen, das Schöne, dem Schönen begegnen, hat heilende Kräfte. Ein Satz, den auch Rudolf Steiner schon vor über 100 Jahren einmal so formulierte. Also hier geht es darum, wie können wir zu diesem Positiven eine Beziehung bekommen, der Seele Heilungskräfte dadurch zuführen.
Und ganz wichtig ist die Frage nach der Perspektive, nach dem, ob ein Mensch noch Perspektive hat. Und wenn wir an viele Covid-Patienten denken, dann wird uns doch deutlich, wie dort Lebensperspektiven wegbrechen, wie Arbeitslosigkeit, wie Betriebe nicht mehr weiterführbar sind, wo Menschen vor einem wirtschaftlichen Aus stehen. Und wir merken ja diese Spaltung in unserer Gesellschaft, wo wir welche haben, die existenziell bis in den Hunger hinein bedroht sind, andere, die gewissermaßen wenig davon merken und sich dann wundern, was vielleicht mit den anderen passiert, und wenige, die sogar Profit aus dem Ganzen machen. Aber für viele ist es eine existenzielle Bedrohung, wo die Frage nach der Perspektive auftritt. Und wir leben von Perspektive, wir leben von Hoffnung. Und es hat mich sehr berührt, als ich einmal nachgesehen habe, wie viel Arbeiten in der Medizin im letzten, also diesem Jahr, allein über Hoffnung durchgeführt worden sind und publiziert worden sind. Das sind etwa 7.000, wenn ich das richtig erinnere. Ein riesen umfassendes Thema, wo es darum geht, die Hoffnungskräfte als Gesundungskräfte anzusprechen. Wir dürfen keinem Menschen die Hoffnung nehmen. Das ist ein ganz tiefer Satz der therapeutischen Beziehung zum Patienten. Aber in dem Sinne, wie es vielleicht Václav Havel ausgesprochen hat, es kommt nicht so sehr darauf an, dass es irgendwo glücklich und gut werde, sondern dass es einen Sinn hat. Und damit schließt er an Menschen wie Viktor Frankl, die diese Sinnfrage so eindringlich in ihrer besonderen biografischen Situation gestellt haben und die etwas der Psychologie mitgegeben haben, wo sie sagen, wir brauchen nicht nur eine analysierende Psychotherapie, Psychologie, wir brauchen nicht nur eine Verhaltenstherapie und Psychologie, wir brauchen eine Höhenpsychologie, etwas, was Licht bringt aus der Höhe und hereinleuchtet in unseren lebensbiografischen Verlauf. Also hier gehört eine Offenheit für das, was kommt, und ein inneres Vertrauen für diese Kräfte, die sich als sinnstiftend im Leben vielleicht dennoch zeigen können. Und damit sind wir an einem 5-Stern angekommen, der für mein Verständnis eine große Rolle spielt und der sich letzten Endes so entwickelt, dass man üben kann, wie verstärke ich die Konzentration in meinem Denken, dass nicht nur die Informationen ständig in unser Gedankenfach hereinströmen, sondern wir auch Menschen sind, die Aktivität, die Konzentrationsfähigkeiten im Denken entwickeln. Und diese Kraft, die brauchen wir auch für eine meditative Tätigkeit, also Entwicklung des Denkens. Und dann etwas, wie kommt man von dem Befehlsempfänger im Willen zu dem Handlungsgestalter, der aus sich heraus, aus innerer Einsicht einen Entschluss in die Tat umsetzt und da auch Treue, Entschlusstreue entwickelt, also eine Entwicklung von Wille. Dann die Fühlensübung, die einem zeigen kann, wie komme ich in die Mitte? Wie kann ich in dieses Seelengleichgewicht von unterschiedlichen Kräften wieder eintauchen und das Fühlen zu etwas machen, was wie zu einem Sinnesorgan wird? Weil man kann mit dem Fühlen nicht nur sich selbst fühlen, sondern man kann auch in etwas hereinfühlen, was im anderen Menschen in der Welt vorgeht. Und gerade in der Zeit der Isolation brauchen wir eine Entwicklung des Fühlens. Und Steiner hat da einen sehr schönen und treffenden Begriff gebraucht, nämlich die gesunde Ahnung, wo etwas fühlbar, erkennbar wird durch das Fühlen, was man dann natürlich beweisen muss durch andere Methoden, aber wo wir etwas ahnen. Und viele große Erfinder haben erstmal eine Ahnung gehabt, bevor sie es dann ganz genau gewusst haben. Also dieses Öffnen des Fühlens, man darf wohl sagen, dem Geistigen gegenüber, ist etwas ganz Entscheidendes, was aus Anspannung, Nervosität, innerer Unruhe
dann hinausführt und große Bilder wie beispielsweise der Sternenhimmel oder einen morgigen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang, der Friede des Himmels können Ruhekräfte in die Seele hereinführen, wie eine Art Bildmeditation zur Pflege und zum Entwickeln des Fühlens. Und hier braucht es etwas, was Brücke bildet zum anderen Menschen, was das positive Sehen lernt und sich auch mit ihm verbinden lernt. Hier kommt eine Qualität zum Tragen, die man mit der Hingabe verbinden kann, wo diese Brückenbildung sich entwickelt. Und die Unbefangenheit, diese Offenheit, die wir entwickeln können in unserer Seele, wo wir nicht vorgefertigte Gedanken haben, sondern wirklich Lernende werden, wo ein für das 20. Jahrhundert entscheidender Philosoph wie Gadamer einmal gesagt hat, gefragt nach der wichtigsten Lehre oder der wichtigen Konsequenz seiner Philosophie. Gadamer, der ja an Poliomyelitis erkrankte, ein chronisches Schmerzsyndrom hatte, etwa 100 Jahre alt wurde. Er sagte dann diesem jungen Journalisten, dass er das ganz kurz umschreiben könne, nämlich der andere könnte Recht haben. Und mit dieser Offenheit, das ist wirklich eine meisterhafte Umschreibung und Tugend dieses Menschen, mit dieser Offenheit in die Welt zu gehen, dass man Neues lernt und die Seele öffnet und nicht in Gefangenheit von bestimmten Vorstellungen und anderem, was nicht sein kann, auch nicht sein darf, hereinführt, ist eine wichtige Übung. Und wenn wir sie pflegen, dann können wir eine Reihenfolge wählen, die hier beginnt, zum Willen herüberführt, das Fühlen entwickelt, Positivität schult und dann die Unbefangenheit, diese Lernbereitschaft innerlich versucht, ja, zu entwickeln. Und dann hat man 5 Eigenschaften, die gewissermaßen wie 5 Strahlen sind, die aus innerer Aktivität, innerer Entwicklung sich in der Seele entwickeln können. Und diese kann man dann zusammenfassen zu einer 6. Und damit kommt man zu diesen 6 Eigenschaften, die für die innere Entwicklung so entscheidend sind. Und diese 6 Eigenschaften, die dazu führen, dass wir mit unserem inneren Ich-Wesen hereintauchen in das Denken, hereintauchen, Führer werden in unserem Willen, Führer werden in unserem Fühlen, in unserem positiven Erkennen des wirklich Positiven und des neuen Lernens, wie wir in der Welt stehen, was jeder Augenblick uns neu bringt. Und Christian Morgenstern, der im nächsten Jahr den 150. Geburtstag hat, und der durch so viel Schweres in seiner Biografie hindurchgegangen ist, der hat diese 6 Eigenschaften, wie sie Rudolf Steiner entwickelte, in ein wunderbares Gedicht gebracht, was einem wie eine Art Merkzeichen sein kann in der Entwicklung und in der Stärkung der Seele. Und das heißt, Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, des Willens Herr, nicht mehr in Willensfrone, der flutenden Empfindung Maß und Meister, zu tief, um an Verneinung zu erkranken, zu frei, als dass Verstocktheit in ihm wohne, so bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister, so findet er den Pfad zum Thron der Throne. Und wir können, denke ich, empfinden, wie darin Qualitäten angesprochen werden, die die Seele verändern.
Und wenn dieses Organ, wenn dieser Organismus von Fähigkeiten sich entwickelt, dann hat es einen gesundenden Einfluss auf unsere Seele. Und wenn die Schattenbilder entstehen, das überfrachtete Denken, die Unruhe im Fühlen, das stressbeladene Wollen, die Isolation und Einsamkeit, dass der Verlust von Perspektive, dann wirkt es tatsächlich auf unser Immunsystem, auf unser, ja, unsere Gesundheitskräfte einschränkend und belastend. Und wir haben, glaube ich, gerade in diesen 6 Eigenschaften, die wie so ein 5-Stern entfaltet werden können, etwas, was Gesundungskräfte in unserer Seele entwickelt. Und es sind Kräfte, wo wir als Ich-Menschen intensiv mit verbunden sind, weil wir die Führer werden in unseren Seelenfähigkeiten. Und wenn man Menschen mal begegnen darf, gerade hochbetagte Menschen, wenn ich sie im Krankenhaus gesehen habe oder in der Ambulanz, dann gibt es Situationen, wo dieses Ich aus den Augen strahlt, wo dieses Ich in der ganzen Gestik und Mimik wie einem entgegenkommt. Und man hat den Eindruck, da wirkt etwas Sonnenhaftes, was aus den Menschen heraus strahlt. Und ich glaube, eine Verstärkung dieser Sonnenkräfte können diese 6 Eigenschaften bedeuten, die eben uns immer mehr zu uns selbst und zur Ich-Kompetenz und Selbstwirksamkeit führen, aber gleichermaßen gesundend auf unseren Leib wirken. Denn in allem, was wir entdecken auf diesem Feld der Veränderung, wenn wir merken, wo wir ansetzen können, wenn wir diese innere Selbstdiagnose stellen und sie als Ausgangspunkt wählen für nächste kleine, bescheidene Schritte, dann lebt in diesen Qualitäten immer ein den Menschen entwickeln, immer mehr auch ein wirklicher, wahrer Mensch zu werden, an sich diese alte Frage nach dem Erkenne dich selbst, was ja in einer Weise bedeutet, sich immer mehr zum Menschlichen zu entwickeln. Und das Berührende ist, dass dieser Weg zum Menschlichen sich zu entwickeln gleichzeitig auch einer ist, der Gesundungskräfte unterstützt. Und wenn wir das versuchen, in eine Art Abrundung zu bringen, so können wir abschließend auf eine Meditation blicken, die gerade mit diesen Sonnenkräften arbeitet und uns deutlich machen, dass wir viele verschiedene Arten von Meditationen haben. Meditationen, die uns sehr mit dem Körper in Verbindung bringen, wo wir Bodyscan und anderes durchführen. Meditationen, die uns vielleicht in Achtsamkeit mit der Atmung in Verbindung bringen. Aber es gibt auch Meditationen, die uns in innerer Aufmerksamkeit mit geistigen Inhalten verbinden können. Und da kommt eine besondere Kraft heraus, weil das, was wir dadurch empfangen, nicht nur an Ruhe und Entspannung, sondern als Substanz, einen ungeheuer positiven und stärkenden Einfluss hat. Und da gibt es eine Meditation, die Rudolf Steiner 1923 gegeben hat und die wir vielen Menschen auch mal als Anregung für ihre individuelle Arbeit empfehlen. Und sie lautet: In meinem Herzen strahlt die Kraft der Sonne. In meiner Seele wirkt die Wärme der Welt. Ich will atmen die Kraft der Sonne. Ich will fühlen die Wärme der Welt. Sonnenkraft erfüllt mich. Wärme der Welt durchdringt mich. Und da kommt jetzt diese Beziehung von Herz und Sonne, diese Beziehung, die schon so uralt immer wieder beleuchtet worden ist, wo wir im ägyptischen Totenbuch diese wunderbare Darstellung finden
von dem Herz des Menschen in Beziehung zur Sonne, du bist das Pochen in meinem Herzen, so die Anschauung von der Sonne. Und wo wir merken, dass diese Kraft, die uns umgibt, als Licht und Wärme der Welt hereinwirken kann in unser menschliches Wesen, nicht nur physisch, nicht nur in der Freude über den Sonnenschein, sondern auch geistig in der Bewegung und inneren Arbeit mit einem derartigen Spruch. Und wenn man sich jetzt fragt, was sind da die Auswirkungen, wenn Menschen versuchen, in aller Unvollkommenheit, in so vielem Scheitern, in solchen Bemühungen, weil es ist immer herausfordernd und man lernt es nicht so wie Fahrradfahren, wo es auf einmal funktioniert und dann kann man es, sondern es ist immer Entwicklung des Menschen. Wenn man versucht, sich mal zu fragen, was kommt da für Qualitäten, dann ist gerade diese fünfte Übung, die ich da an die Tafel gemalt habe, die man so nennen kann, was lerne ich, was kommt mir entgegen, entscheidend. Denn nach einer Meditation kann es sein, dass ganz Neues an Gedanken, an Eindrücken in der Seele auftaucht. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, wenn man nämlich morgens erwacht und von dem Wecker gequält das gemütlich warme Bett verlässt. Dann heißt es, wie dazu kontrastierend, Morgenstund hat Gold im Mund. Also das fühlt man vielleicht in den ersten Minuten des Erwachens noch nicht, aber dann, wenn so eine Stunde vorbei ist, vielleicht manchmal unter der Dusche, auf einmal kommt eine Fülle von neuen Gedanken. Und es gibt eine Forschung, die sich damit beschäftigt hat, wann sind eigentlich neue Gedanken aufgetreten, Gedanken, von denen wir zehren, die unsere Kultur beeinflusst haben. Also beispielsweise die Entdeckung des Benzolringes durch Kekulé im Zusammenhang des Morgens des Erwachens oder das Periodensystem Mendelejew aus den Morgenstunden heraus. Und wir merken, wenn der Mensch aus dieser Welt des Schlafes, aus der geistigen Welt in dieses Leben tritt, und einen neuen Tag beginnt, dann kommen manchmal gute Gedanken, wenn man sich vorbereitet hat. Man braucht gewissermaßen eine Eigenaktivität, also das Geschenk des Nobelpreises wird einem ohne Arbeit sicherlich nicht zuteil. Aber wenn wir uns vorbereiten, dann können andere Gedanken erscheinen und kommen und uns inspirieren. Und ich habe den Eindruck, dass meditative Arbeit etwas von Morgenstimmung in sich tragen kann. Wenn wir sie verklingen lassen und dann einfach mutig in den Tag hineingehen und sehen, was sich an neuen Ideen entwickelt im Denken. Im Fühlen können wir merken, dass das meditative Leben eine Voraussetzung hat, nämlich, und das ist eine Formulierung Rudolf Steiners, Meditation ist gesteigerte Hingabe. Und wenn wir diese Kraft, die ja sehr viel mit warmem Interesse, mit Brückenbildung zum anderen Menschen, zu einem anderen Inhalt und, ich glaube, man darf dieses Wort gebrauchen, eben mit Liebekräften verbunden ist, dann gibt es eine Brücke auch zum anderen Menschen. Und ich habe den Eindruck, und das ist auch für die anthroposophische Medizin so entscheidend für die Entwicklung der Pflegenden, der Ärzte, der Therapeuten, dass eine Vertiefung zum kranken Menschen, eine Beziehungsvertiefung eintreten kann als Frucht. Und wir können anders wirksam werden, wenn wir uns mit einer Idee verbinden, wenn etwas uns innerlich gekommen ist und wir Kräfte der Evidenz fühlen, dann gibt es Kräfte, anders zu wirken, als wenn man nur comme il faut bestimmte Dinge verwirklicht. Insofern hat die Meditation eine Auswirkung auf unsere Seele, auf unser Denken, Fühlen und Wollen. Und sie hat, und das haben wir eingangs bereits beleuchtet, Auswirkung auf unseren Leib im Sinne
Verstärkung der gesundenden Kräfte. Und so haben wir einen Bogen beschritten, der von dieser Frage, was beeinflusst unsere Disposition? Was stärkt uns? Was kann uns innerlich Kraft geben in der Auseinandersetzung in dieser besonderen Zeit? Dass wir dann gesehen haben, wie vieles schon bekannt ist, wie geistig-seelische Arbeit gesundend wirken kann, dispositionsbeeinflussend wirken kann, die Seele innerlich zu sich selbst in die Mitte führt und auch den Leib in seinen Gesundungskräften fördert. Und so haben wir in der Voraussetzung und in dem Umgang mit der Covid-Pandemie mehrere Ebenen anzuschauen, natürlich die Expositionsebene und all die Fragen, wie können wir da Hilfen geben, wie können wir auch Risikogruppen gerade schützen. Wir haben dann auch die Frage, wie behandeln wir eine fieberhafte Covid-Erkrankung in ihren 4 Stadien differenziert, wo es so wenig evidenzbasierte Arzneimittel gibt und wo andere therapeutische Anregungen notwendig werden. Aber was können wir auch für die Seele des Menschen tun, zur Stärkung ihrer gesundenden Kräfte? Vielen Dank.